Hallo und herzlich willkommen zu 24 Minuten Minecraft oder ganz einfach Min, wie ich immer vergesse. An diesem wunderbaren Freitag, dem 30.07.2021, der Monat ist schon wieder zu Ende. Let's go! Das Wort wirst du verstehen. Bestimmt. Minecraft. Ach, Minecraft auf Russisch. Ah. So, einen Moment bitte. Ich muss noch hier den Timer einstellen, bitte. So. Dann muss ich hier auf den Timer gehen. Dann ist hier der Timer offen. So, 24 Minuten. Da, sie fliegen. So. 3, 2, 1, bam. So, hallo Freunde und willkommen zurück zu 24 Minuten Minecraft. Ich bin gerade schon wieder falsch auf der Tastatur unterwegs, habe irgendwas getauscht. Wie habe ich das geschafft? F? Ah! Ach, mit F tauscht er die Hände. Gut. Gut zu wissen. Wie geht's mir denn heute? Heute geht es mir, ja, eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Wie geht es meinem Fuß, ist die wichtigere Frage. Dem geht es eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Also, den Umständen entsprechend okay. Denn er ist immer noch blau. Er ist mittlerweile dick geschwollen seit 2 Tagen. Tut teilweise weh. Und das Blaue, es kommt halt das ganze Blaue halt nach draußen. Also der Fuß, der ist links und rechts dunkelblau. Also ich weiß nicht, wenn das nicht besser wird, also wenn das nicht weniger wird oder so die nächsten Tage, weiß ich nicht. Soll ich vielleicht doch nochmal zum Arzt gehen? Also ich weiß, dass sowas lange dauern kann, bis es weg ist. Aber ich weiß auch, dass es, sowas lange dauern kann, bis es weg ist. Moment, was? Irgendwie sowas. Genau. Also ich will nicht unbedingt mit dem Scheißfuß zum Arzt gehen, wenn ich nicht muss. Wenn ich jetzt irgendwie merke, dass das Ding anfängt, krasser weh zu tun oder sowas. Ich kann es ja mittlerweile wieder ein bisschen bewegen. Ich bin damit auch schon draus gewesen vorhin. Unter Schmerzen und ganz langsam, aber ja. Ich weiß nicht, wo ich anfange. Wieso ist da unten eine Fledermaus? Hier ist keine Fledermaus, hier ist in der Nähe Höhle. Aber theoretisch kann ich das Ding mit einer Höhle kombinieren. Hm? Nee, also ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier anfangen soll. Also. Nee, was soll ich jetzt hin? Der Fuß. Ja, der ist halt kaputt. Ich hoffe, dass das die nächsten Wochen wieder besser wird. Ich habe die Vorstellung, hier irgendwie einen Kreis zu machen oder sowas. Oh, ein umgedrehtes N ist ein I. Im Kyrillischen und Weißrussischen ist das I jedoch entweder ein N, also das verdrehte N, oder ein I. Je nach Aussprache. Das I wird deutlicher ausgesprochen, während das verdrehte N mehr wie ein stummes N, wie ein stummes I ist. Zum Beispiel im Türkischen. Im Türkischen gibt es kyrillische Buchstaben. Ich kenne mich mit Türkisch überhaupt nicht aus. Das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, so richtig. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Aber stumm ist. Ach so. Ich glaube, ich möchte das hier so machen wie draußen. Halt, dass das so aussieht wie die anderen Räume, nur halt nach unten gehend. Das heißt, ich muss das aber nochmal durchrechnen. Das hier wären dann aber nicht die Wände darunter. Heißt, die Treppe wäre hier unten theoretisch breiter, oder? Oder die Wände hier zwischen sind einfach 3 breit. Dann kann ich hier wieder 3 machen. 3.
Dann wäre da eine Wand. Sehe aber auch doof aus, oder? Weil dann hätte ich halt genug Breite von dem ganzen Ding. Ganz bestimmt. Bin mir überlegen. Wisst ihr, was ich erstmal mache? Nach Hause laufen. Ich suche jetzt Sachen. Ich brauche erstmal Platz für meinen Scheiß hier. Wie sagst du? Was kann ich sonst noch so erzählen? Wie war denn mein Tag so? Keine Ahnung. Ich bin aufgestanden um 7. Ach ja, wie war denn mein Tag so? Ich habe das völlig verdrängt alles, weil ich es gerne einfach nur vergessen würde. So eine Scheiße von Paketlieferer, ey. So ein dreckiger Scheißrotz, ey. Sowas habe ich ja, weiß ich nicht, schon länger selber nicht mehr erlebt. Ich habe mir ja die Tage Küchenkrams bestellt. Halt so ein Spül... Wie heißt das? So ein Unterschrank mit Spüle zusammen, so, ne? Und einen einzelnen Unterschrank noch, ne? Den einzelnen Unterschrank, nee, liefern die nicht. Okay, dann hole ich mir den halt da im Laden ab. Irgendwann die nächsten Tage mit meiner Betreuerin, so. Dann sagte ich so, ja, zuerst so, ja, wir könnten ja beides zusammen bestellen. Und dann sagt sie so, nee, das passt vielleicht nicht alles ins Auto, wäre doof. Bestell das mal lieber zu dir nach Hause. Okay, das ging natürlich mit dem Liefern, der erste, Spül-Dingens hier. Dieser Spül-Unterschrank mit Spüle. Den konnte man liefern, also den liefern die den anderen nicht, warum auch immer. Gut, dachte ich mir, dann kann ich den ein Jahr hierher liefern lassen. Easy, weniger Problem, cool, gestern Abend E-Mail bekommen, geil, kommt morgen schon, nice. Ich denke mir so, ja, das Ding kommt zwischen 9 und 12. Ich sitze hier und warte und warte. Kurz nach 10 kriege ich dann eine E-Mail oder irgendwie habe ich das in der Paketverfolgung gelesen von wegen. Ja, konnte nicht zugestellt werden. Anwohner war nicht zu Hause. Ich denke mir, ich sitze hier. Hier, den ganzen Tag, die Tür ist da vorne. Keine 5 Meter weg. Da ist auch die Klingel. Da hat gar keiner geklingelt. Der blöde Pisskopf hatte einfach keinen Bock auf seine Arbeit. Weil das wahrscheinlich ihm zu schwer war. Er könnte ja seine Hände anstrengen oder sowas. Nee, er will lieber den ganzen Tag mit seinem Auto durch die Gegend cruisen und Zettel schreiben von wegen, habe ich nicht gefunden oder ist nicht da gewesen. Einfach damit er es zur Station bringen kann. Zu so einer Paketstation von denen. Damit ich es mir selber abholen kann. Ey, ja, wie soll ich das da wegkriegen? Danke erstmal an den blöden Pisskopf von dem Paketzulieferer. Kriegst du dieses Jahr kein Weihnachtsgeschenk? Ich sag's dem Weihnachtsmann so. Ey, ganz ehrlich, was soll denn das? So eine Scheiße, ey. Jetzt darf ich gucken, wo ich da... Ich weiß natürlich, wo ich es abholen muss. Ich habe mittlerweile geguckt. Ist auch nicht so schwer zu finden. Ist auch so weit nicht weg von mir, würde ich sagen. 2,5, 3 Kilometer. Naja, nicht... Nicht unbedingt, nee. Na, zwei vielleicht. Aber habe ich Bock mit einem Paket, was erstmal so einen Schrank... Wahrscheinlich eingeschweißt, so die Einzelteile von dem Schrank. Sowas beinhält plus eine Spüle, so eine Spülauflage aus Metall. Habe ich damit wirklich Bock, 2 Kilometer durch die Gegend zu wandern? Vor allem mit dem kaputten Fuß? Nein, habe ich nicht. Wozu bestelle ich mir die Scheiße? Damit der sich so denkt, ach ja, kein Bock zu irgendwie dem da hochzuliefern. Ich gebe einfach ein, er war nicht da. Ich habe nicht mal geklingelt, aber egal. Hauptsache ich krieg mein Geld hier. Ich faule Stück Scheiße. Jetzt habe ich mir den Kram hier nicht weitergelesen. Zumindest rieb das I wie ein I. So wie ich das gerade ausspreche wahrscheinlich. Wie in Liebe, oder? Ja, das Wort will ich jetzt nicht nennen. Also ein langes I sozusagen. Oder ein I. Ja, I. Ich sage ja immer Igel. Igel. Igittigit. Keine Ahnung. Dieses verdrehte N ist wie ein I in... Insel. Oder international. Igel, Insel, international. Das sagt mir gerade nicht so viel. Liebe. Ach so, vielleicht ist es dann... Aber das... Schwierig für mich. Keine Ahnung, ich nichts verstehen.
Ich spreche kein Deutsch. Ach nee, Quatsch. Ich habe keine Ahnung von, ich weiß nicht, wie sich das nennt. Sprachenkunde irgendwas. Germanologie oder so ein Quark. Ich habe keine Ahnung. Ja, heißt das überhaupt so? Ich bin gerade echt lost, was ich hier tun soll. Heute bin ich sowieso so ein bisschen lost, habe ich das Gefühl. Alter, es ist so warm. Creeper, was machst du da? Warum rennst du in meinem Keller rum? Du alten Lump, du. Können wir vergleichen Liebe und Libelle? Weil Liebe ist mehr so langgezogen auch, aber das liegt an dem E. Oder Libelle. Libelle ist aber auch ein kurzes I. Lenzel? Steht da Lenzel? Liebe oder Lenzel? Jensel? Insel? Insel. Achso, du sagst nicht Liebe oder Insel. Was? Ach so, Lippe. Lippe. Lippe oder Insel. Nee, Insel sage ich auch nicht. Lippe sage ich auch nicht. Lippe. Ah, jetzt verstehe ich das, glaube ich, was du meinst. Statt dem I in Ö. So ein ganz komisches ausgesprochenes I. Lippe. Lippe. Das ist schwierig. Generell Sprache schwierig. Jetzt bin ich immer noch lost. Ich wollte eigentlich was machen, damit es da hinten sicherer ist. Herrgott, Gehirn. Ich brauche Stöcker. Und ich brauche Glas. Ja. Ja, Chat. Chat, ich mag den Chat. Ich finde es immer schön, wenn ein Chat aktiv ist. Das ist, also besonders bei sowas hier oder so anderen Sachen, weiß ich, nebenbei so ein bisschen so schnacken und sowas, das finde ich immer ganz gut. Moment, die Hälfte schon wieder vergessen. Ja, keine Ahnung, das wird alles nur umgebaut hier. Nein! Ja, auf jeden Fall regt mich dieser Postpack, nicht Post, der ist nicht von der Post gewesen, aber von einem anderen Zulieferer, regt mich halt übel auf. Weißt du, wenn du keinen Bock auf deine Arbeit hast, dann sollst du es komplett sein lassen. Nee. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht als, keine Ahnung, Pornodarsteller arbeiten, wenn ich keinen Bock drauf hätte. Ich mach's ja nicht. Wäre schon ein bisschen weird, oder? Moin! Paket, was? Paketdienstleister? Heißen die so? Ich hab keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall hat er mich der Arsch aufgeregt. Übel. Warte mal, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich mach den Raum jetzt einfach breiter, so. Buddel das einfach nochmal hier hin und her und dann passt das so. Vielleicht mache ich den ganzen Raum zu ne Treppe. Aber dann muss ich das auch alles hier zumachen. Mehr Brutalismus. Ja, Brutalismus sowieso. Also es wird ja auch später noch hier ein bisschen alles ein bisschen cleaner, sag ich mal. Nicht aus Cleanstone, aber mit diesen Stonebricks oder sowas. Ich fand das schon schön. Vielleicht baue ich mir mal irgendwann aus Kack so ein riesiges Hochhaus oder so. Aber das muss ja auch irgendwie ein bisschen schick sein, so brutalismusmäßig. Moment, ich suche dich. Ich mache im Moment nur Blödsinn hier. Was verdrehe ich hier eigentlich die ganze Zeit? Nein, ich brauche da noch. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht jetzt. Ich muss gerade mal durchdenken, wie ich meinen Keller machen will. Es soll ja möglichst, weiß ich nicht, so dieses Betonmäßige und so holzbodenartig sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das einfach wegmache oder da lasse. Vielleicht lasse ich es erstmal da. Dann wird hier zwischen nur eine Wand gezogen. Aber hier ist dann auch eine Treppe immer noch, ne? Das heißt, hier zwischen wäre so Gang? Nee. Das wäre auch irgendwo doof. Nee, dann wäre das doch besser, wenn das alles Treppe ist, oder? Das ist halt schwierig jetzt, wie mache ich das jetzt genau? Ich meine, ich muss es wissen, wie ich das hier machen will. Boah, wie war mein Tag noch so? Ich erzähle ja immer von meinem Tag, wenn ich hier bin. Ich habe heute über einen Tag Wolfenstein gespielt. Also das Spiel, was wir jetzt im Laufe der Woche, was ich jetzt im Laufe der Woche im Stream durchgespielt hatte, spiele ich halt im Moment nochmal, aber da die internationale Version. Oh, da sind richtig krasse Unterschiede. Und es ist auch richtig, dass ich die normale deutsche Version gespielt habe, nicht die internationale. Denn da sind einige Sachen bei, die nicht so gut sind, wenn man die in den Mund nimmt. Es ist wie Scheiße. Nur das Scheiße in den Mund zu nehmen, glaube ich, nicht verboten ist, oder? Ich würde es jetzt nicht mal. Wäre ein bisschen eklig. Sag mal, ich bin total lost oder so, habe ich das Gefühl, ne? Mache ich das zuerst mit diesen Steinen? Ich meine, die Treppen würde ich hinterher auch nochmal richtig bauen. Sag mal, wieso ist das hier oben eigentlich so dunkel? Weil ich so blöd bin? So. Ich versuche gerade in meinem Kopf rauszufinden, wie das hier aussehen soll. Was ich interessant fand bei Wolfenstein in der internationalen Version ist mit den Sprechern. Das sind andere Synchronsprecher in der internationalen Version als in der deutschen Version. Wahrscheinlich mussten sie deswegen auch nochmal alle Dialoge von deutschen Synchronsprechern auch nochmal machen lassen. Weil halt bei den Original-Dingern einige Sachen dabei waren, die wir nicht sagen sollten, wegen verfassungswidrig oder so. Dafür kommst du ins Gefängnis und so was. Böse. Ich bin gerade irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss erstmal einen Weg finden hier, ne? Ich will nochmal. Ich glaube, ich baue jetzt provisorisch hier eine Wand rein erstmal. Ja, komm, ich baue jetzt erstmal provisorisch hier eine Wand rein. So. Erst baue ich alles ab, damit ich es wieder aufbauen kann. Nur zur Orientierung. Weil ich wahrscheinlich noch Unmengen an Stein brauche. So, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin überlegen, was ich nächste Woche im Stream spielen möchte. Ich weiß aber noch nicht was. Noch nicht hundertprozentig. Ich hatte mir überlegt, eventuell Sunset Overdrive anzufangen. Das ist auch ein gutes Spiel. Ist schon. Ja, von wann ist das? 2015, 16 oder so. Kam ursprünglich für die Xbox raus. Weil wenn ich hier bin, habe ich da drin auch 5 Blöcke, ne? Ah, ja, 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 richtig. Hör mal, 1, 2, 3. Also Sunset Overdrive ist so ein, ist das ein Rollenspiel? Es ist so ein Shooter Open World Ding mit komischen Zombies. Das sind keine richtigen Zombies, das sind. Was sind das? Die heißen da anders. Also im Endeffekt sind sie Zombies. Die Geschichte ist ein bisschen bekloppt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie war. Ewig her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Oder das einzige Mal. Das war 2019. Nee. 18. Habe ich das letzte Mal gespielt. Oh, da ist noch was. Wenn man in provisorisch die ersten Konsonanten der letzten Halbsilben verdreht, in provisorisch klingt das Russisch.
letzten Halbsilben. Hauptsilben. Was bin ich jetzt blöd zum Lesen? Provisorisch. Moment. Die letzten verdreht. Also provi. Da steht gar nicht provisorisch. Prosivorisch. Ach so, hast du. Ach. Prosivorisch. Was? Er war gerade irgendwie lost in meinem Kopf, das selber zu verdrehen, anstatt anständig zu lesen. Ich habe mir Silikonstrohhalme gekauft. Weil die besser seien als normale. Wird sich zeigen. Also auf jeden Fall habe ich da eine kleine Bürste bei. Und ich schmeiße nicht einfach in Müll. Wenn ich sie verwende, dann mehrmals, natürlich. Weil sie sind aus Silikon. Dafür sind sie da. Geschmacksmäßig würde ich sagen, ja, die haben schon so einen leichten Geschmack von Gartenschlauch. Aber das stört mich nicht so richtig. Boah, ich habe mir was gekauft für morgen. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Vanilleeis und Orangensaft. Dann nehme ich mir einfach mein geiles Glas, wenn ich es wieder finde. Irgendwo habe ich es gelassen. Das geile Malibu-Glas. Tu da einfach eine Kugel Eis rein. Oder so. Und dann kippe ich da einfach Orangensaft rüber. Und das ist geil. Die mittleren. Achso, du hast dich verschrieben. Ich wollte gerade die letzte in meinem Kopf drehen und denke mir so. Pro. Wie. Schrisch. Was? So. What the fuck? Denk mir, was geht ab? Haben sie ja dann nochmal hingekriegt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann muss das hier auch noch 1, 2, 3 und 2 weiter. So sammle ich erstens Material und zweitens, keine Ahnung. Ich muss mir überlegen, wie ich diesen ganzen Raum hier machen werde. Ich denke, ich baue den einfach hinterher auch genauso aus wie das andere Ding. Also wie ich das oben machen will, dass es alles so einen einheitlichen Stil hat, der einfach so, ja, Beton, kalt, traurig, brutal halt. Brutalismus eben. Ich stehe total auf Brutalismus irgendwie. Weil das ist doch irgendwie was Schönes auch. Vor allem, wenn man sich verschiedene Bauten ansieht, die im brutalistischen Stil gemacht sind, könnte ich jetzt nicht wirklich hier nachbauen. Also es wäre ein bisschen krass für mich. Generell so nochmal alles durchzudenken. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so 100% so ganz krass brutalistisch. Aber es hat so einen futuristischen Touch. Oder sowas von wegen ökologisch, denkt an Umweltschutzgedöns. Dings, es hat halt Gras auf dem Dach. Das dient eins der Kühlung im Sommer. Denn Verdunstungsgedöns-Dings ist wie so ein Schwamm, der verdunstet. Der wird ja auch kalt in der Sonne irgendwie. Durch die Verdunstung. Irgendwie sowas. Und darüber habe ich letztens irgendwas gelesen oder sowas. Dass halt in der Zukunft eher so Häuser so bepflanzt werden sollen, damit halt die Wärme zum Beispiel im Sommer auch davon ferngehalten wird oder sowas. Weil Städte heizen sich immer mehr auf. Die wollen auch Dächer oder so, wenn es geht, irgendwie weiß anstreichen oder sowas. Oder auch Gebäude wäre gut, wenn die weiß wären, weil dann reflektieren die Farben nochmal, das Licht nochmal mehr und dann wird es auch nicht so heiß. Da dachte ich mir so, die Straßen sind doch auch so viel. Kann man die nicht einfach so gespiegelt machen sozusagen? Wie heißt das? Farben umgekehrt. Weißt du, wir malen die Straßen einfach weiß an und machen schwarze Striche drauf. Das wär's doch. Ob das irgendwer schon mal gesagt hat, so von wegen, einfach mal Ideen reingeworfen? Wie wär's denn mit weißen Straßen und weißen Streifen? Nee. Was hab ich gesagt? Weißen Streifen und schwarze Straßen. Nee, umgekehrt. Weißen Straßen und schwarze Streifen, so. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das hier machen will, ey. Ich weiß, dass ich hier weiter runter muss und dass die Decke mitkommt. Mitkommen muss. Aber wie weit muss ich runter? Ich muss erstmal wissen, wo meine Null... Oh Gott, nein, bitte nicht. Da oben ist offen, das ist nicht gut. Ich wollte gern sagen, ich muss erstmal wissen, wo mein Null ist. Aber das kann ich auch so sehen. Wo ist denn hier? Ah, 64, gut.
64 ist mein 0. Ja gut, jetzt sowieso Ende. So, Freunde, das war's mit 24 Minuten Minecraft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Montag in alter Frische wieder. Bis dann!